Servus Leute, es gibt mal wieder ein Unboxing und bevor jetzt die ersten Leute aufschreien, nein, es ist nicht schon wieder ein Giro. Es gibt was Neues in der Flying Penis Fraktion. Als erstes erstmal kurz ein Hinweis an Flo, weil der freut sich schon drauf, so hat er mir geschrieben. Und zwar ist das Paket angekommen, als ich nicht zu Hause war und just an dem Tag sind wir auch auf Reisen gewesen. Natürlich war mein Schatzi klug genug und hat mir den Karton gleich mit runtergebracht ins Auto, das heißt, es wird das erste Auto-Unboxing sein. Nicht wundern, dass da am Anfang ein bisschen was fehlt. Da war kurz die Adresse zu sehen. Also von daher werde ich jetzt am besten mal kurz das Video einblenden und ja, denke mal mit irgendwie Musik untermalen oder so. Ja, das war jetzt das Unboxing. Bevor wir jetzt nochmal genauer drauf eingehen, würde ich euch aber wieder mit nach unten nehmen. So, hier haben wir das gute Stück. Ich habe mich dann zu Hause nochmal dazu hinreisen lassen, habe die ganze Geschichte mal auseinandergenommen, nochmal neu zusammengebaut. Super Schnäppchen, vielen Dank nochmal an Florian. Klingt mal ein bisschen blöd, wenn man seinen eigenen Namen nennt. Es hatte mich dann so ein bisschen zurückgehalten am Anfang, weil er geschrieben hat, er hatte da Probleme mit dem Lock, was ich jetzt gar nicht nachvollziehen kann. Er hatte dann aber auch selber geschrieben, dass es ihm nicht nochmal aufgefallen ist, das Problem. Ich habe jetzt das Messer eingestellt und so traurig wie es ist, das ist das perfekte eingestellte Strider für mich. Das Ding hat jetzt, nachdem ich es modifiziert habe, einen butterweichen Klingengang. Der Lock steht bei 50% perfekt, die Klinge fällt, wie gesagt, läuft butterweich, absolut 100%ig mittig, also das Ding wackelt natürlich in keinster Weise, also ich könnte nicht glücklicher sein mit dem Messer, abgesehen von den ganzen Modifikationen, die stattgefunden haben, und das brachte mich natürlich wieder zurück auf mein eigenes, weil ich ähnliche Modifikationen vorgenommen habe. Also der Grundkorpus bei beiden Messern waren gleich. Das sind beides Lego-Versionen. SNG, hier haben wir den CPM 154, hier haben wir den S30V. Beide kamen in, ich habe übrigens ein Upgrade auch gemacht bei dem Tactical Pouch von Mixed Rider. Ich habe erweitert auf Toppets Zipperpull. War das jetzt zu oder offen? Ach, verdammte Axt. Sollten wir mal beschriften. Ja, hier sehen wir meine. Das war original schwarz mit der Hardware, mit der normalen Hardware. Das sind übrigens dann die normalen Tactical Pouches für Leute, die es nicht kennen.
Ja, das kam natürlich ohne. Aber hier auch der gleiche Spaß, nur in einer Earth Brown, würde ich sagen, so Erdbraunton, Lego Schale und halt hier auch die normale Hardware. Ja, wir beide hatten den gleichen Gedanken, und zwar die Scale tauschen lassen von Cuscadi, die Klinge stonewashen und die Hardware ersetzen durch Titan Hardware. Er hat jetzt, also der andere Florian, hat wohl hier noch abtragen lassen, damit das identisch ist, auch zu der Klinge. Beide waren übrigens geflamed hinten. Meine ist noch geflamed. Und er hat dann noch diesen 9mm Boden dran gemacht. Und ich vermute mal, dass diese Kupferscheibe vorher hier dran war, an diesem Dr. Jones Mod. Den habe ich jetzt mal hier bei mir dran gemacht. Sehr geiles Messer, wie gesagt. Ich könnte nicht glücklicher sein. Das Problem mit dem Lock ist nicht wieder aufgetreten. Ich weiß auch nicht, was für ein Problem er da hatte. Keine Ahnung. Bei beiden Messern ist der Lock absolut nicht sticky, wo ich aber kein Problem habe, sofern es nicht zu schlimm ist. Es gibt mir sogar ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Er hatte mir gesagt, sowohl die Rückseite als auch die Klinge wurden erst sandgestrahlt, um alles abzutragen, und dann halt nochmal mit einem Stonewash versehen von Cuscadi. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe bei mir die Tiger Straps abgetragen und dann die ganze Sache mit dem Stonewash versehen. Meine Version gefällt mir ein kleines bisschen besser, obwohl es hier wieder hervorragend passt zum Gesamtkonzept. Das muss ich auch sagen. Ja, auch das Messer, mittlerweile ein absoluter Traum. Was den Klingengang angeht, sagt noch mal einer, Strider würde das nicht hinkriegen. Ja, was er dann gemacht hat, kann man sich jetzt drüber streiten. Er hat hier die Härte geprüft, das ist übrigens dann der Eindringpunkt von dem Diamantkegel. Er hat jetzt hier 59 HRC gemessen. Empfinde ich jetzt nicht als so schlimm. Wie gesagt, für mich ist das täglich Brot. Ich mache das jede Woche. Manche Leute mögen es, manche mögen es nicht. Wenn man halt da einen Eindringpunkt hat. War es nicht sogar bei Rockstead, ist es glaube ich sogar ab Werk. Finde ich sehr gut. Das heißt, sie prüfen. Ja. Und jetzt nochmal. Ein schöner, langsamer Flug. Über das Teil. Echt genial. Hier sieht man natürlich, mein gut, klar, Cuscadi wird das nicht zu 100% hinkriegen und einmal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Wo ich aber sagen muss, das ist schon sehr, sehr gut. Es ist nun mal kein, ja, was wollen wir, Great Eastern Cutlery. Obwohl die wahrscheinlich ähnlich aussehen würden, wenn man sie auseinander nimmt und wieder zusammenbaut. Das, wie gesagt, ist Titan-Hardware, genauso wie diese. Die Schrauben müssten noch die Originalschrauben sein. Und da kommen wir schon zum nächsten. Wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob ihr hier ein Original oder einen Klon vor euch liegen habt. Bis jetzt bei jedem Strider, was ich gesehen habe, bei jedem Original Strider, waren die Schrauben hier hinten, die Muttern vielmehr, versenkt. Bei den Klonen waren die immer plan. Ich habe es in meinem Video mal gesagt, könnte man sich jetzt drüber streiten, ob das mit plan anliegend natürlich dementsprechend ein Qualitätsmerkmal ist. Und die Washer, ich werde wahrscheinlich irgendwann auch das Ding nochmal auseinandernehmen und euch zeigen. Die Washer haben eher einen Goldton, also ein Rotgold. Ihr müsst es, vergleichen wir das mal, die Washer mit Gold und Rotgold. Also die Klone hatten bei mir immer so einen Goldton. Ich vermute mal, das ist dann eher ein Messing. Und die Phosphor-Bronze-Washer gehen eher in die Rot-Gold-Richtung oder beziehungsweise hier Kupfer-Richtung. Die Schneidphase, die hier angebracht ist, ist ein bisschen stabiler als meine. Ich habe hier einen, wie sagt man da? Stumpf, spitz, einen spitzeren Winkel gewählt. Und an dem Dr. Jones ist ein stumpferer Winkel. Das heißt, hier wird wahrscheinlich die Schneidphase ein bisschen länger halten. Ja, also für den, der das nochmal sehen möchte. Ja, es geht. Man muss sich nur ein bisschen Zeit nehmen.
So. Also nochmal super genial. Wenn ihr sehen wollt, ob es irgendwie Original und Fälschung ist, achtet auf die Muttern. Nehmt es auseinander, schaut euch die Washer an. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass Strider sehr schnell dieses BOS-Symbol aufgegeben hat. Von ihrem Heat Treatment. Dieser Paul Boss, glaube ich, hieß der, BOS. Das findet man dann nicht mehr. Das heißt, auch wenn die Schriftzeichen so nah beieinander stehen, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass ihr hier ein Original habt. An anderen Qualitätsmerkmalen und jetzt wieder allen Unkenrufen zum Trotz werdet ihr das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht feststellen. Ja. Spätestens dann bei der Schneidperformance, wenn ihr den Stahl testet, obwohl die mittlerweile auch so weit sind, dass ich da sage, die können da sicherlich auch ein S35 VN oder ein D2 ranknallen, der mit Sicherheit auch nicht schlecht performt. Dann, dazu gab es noch eine wunderschöne braune, tja, was ist das? Dunkelbraune, bitterschokoladenbraune Pouch mit dem berühmt-berüchtigten fliegenden Penis. Wenn ich immer gefragt habe, was die Leute erzählen, wenn sie hier von Flying Penis reden, das ist das offizielle Strider-Symbol. Der Flying Penis. Okay. Umgefallen. Oh Gott. ich werde wahrscheinlich das Messer sowieso nochmal in aller Ruhe zeigen. Hier das andere SMG, was ich damals vom Prana abgekauft habe. Mit den Aero Carbon Scales als CC. Also ihr seht, konvex geschliffen von Cuscadi mit Carbon Backspacer. Hier nochmal zum Vergleich. Lego. Ich denke, das ist erkennbar. Aber auch bei mir, Titan-Hardware, Bronze anodisiert. Ich habe zu ihm gesagt, er soll versuchen, sie so dunkel wie möglich zu bekommen. Flamed Titanseite. Hier habe ich auch überlegt, ob ich das Ding einfach mal stonewashen lasse bei uns an der Arbeit. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, bin ich noch unschlüssig. Könnt ihr ja gerne drunter schreiben, was ihr davon haltet. Ja, wie gesagt, hier der Overtravel Stop jetzt aus Kupfer wird das wahrscheinlich sein. Auch das Messer macht unheimlich Spaß. Ich werde noch mal irgendwann ein Statement abgeben zu Schraubenfest. Weil ich immer höre, ja, also bei vielen, auch bei meinen Giros, hatte ich das jetzt schon, dass die Schrauben sich ein bisschen gelöst haben. Und ich finde, dass die Leute immer viel zu viel Schraubenfest verwenden. Da werde ich auch noch mal was dazu sagen. Ja, also ihr seht selber, da ist nichts sticky, gar nichts. Klinge fällt, Klingengang ist ein Traum. Alles ist bombenfest. Florian, an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, aber bevor ich jetzt mehr erzähle, wir gehen einfach nochmal nach oben. Also Florian, nochmal vielen Dank. Wie gesagt, ich könnte wirklich nicht glücklicher sein mit dem Messer. Für mich ist wirklich hier alles perfekt eingestellt. Das Ding läuft einwandfrei, ist bombenfest. Was das mit dem Lock auf sich hatte, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was dir da aufgefallen ist. Das Einzige, gut, da könnte man sich drüber streiten, das habt ihr aber eben wahrscheinlich auch gesehen, der Clip hat eine etwas dunklere Färbung als die Titanseite. Aber ansonsten ein sehr geiles Messer zu einem absolut super Preis. Wenn mal irgendjemand wieder irgendwas von Florian kaufen möchte, kann ich nur empfehlen. Okay, dann war es das auch schon wieder. Dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, eventuell bis zum nächsten Mal und ciao.